Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Drakensang 2 am Verlust der Zeit, beziehungsweise ich habe gerade eben einige Zeit damit verbracht, nachzuschauen, wie das denn jetzt auf der Neckarinsel laufen wird. Und mit dem Hornochsen und das mit dem Hornochsen, boah, Alter, reg mich das gerade auf. Aber dazu später mehr, wir kümmern uns erst einmal um die Neckarinsel. Dazu müssen wir 4 Alchemie-Zutaten nehmen, und zwar Krötenschemel, Würselkraut, Feuermoos und Einbeeren. Haben wir alles dabei? Wunderbar. Ich habe einfach kurz im Wikia geschaut. Sonst hätte man halt echt einfach rumprobieren müssen. Und ich habe es in der letzten Folge erklärt, warum ich das gemacht habe. Um ein bisschen Zeit zu sparen, weil ich das Display schnell zu Ende bringen will. Weil ich ja im Moment 4 Projekte gleichzeitig habe und das neben dem Studium und so weiter einfach viel zu viel ist, leider. Gott. Warum gibt es da keinen Schnellreisepunkt? Mäh. Dann hätte ich ja auch, ehrlich gesagt, nochmal schon hinlaufen können. Habe ich jetzt verpennt, aber egal, gut, komm. Das geht ja ruckzuck, sind wir in einer Viertelstunde da. Können wir 2 Minuten die Sachen verteilen und dann haben wir die Folge auch schon wieder rumgebracht und gar nichts erreicht. Geil. Ich bin aber sehr gespannt, was denn passieren wird, wenn wir diesen Fluch, der auf der Neckar... Liegt der auf der Neckarinsel oder generell auf dieser Neckarin? Wenn wir diesen Fluch da gebrochen haben. Was dann passiert, ob die sich dann wieder bewegen kann, also von der Insel bewegen kann, was wir dann, wenn wir überhaupt irgendwas kriegen, was wir dann kriegen. Und überhaupt, ob ich das Rätsel schaffe. Ich habe nämlich nur nach den Kräutern geschaut, welche ich brauche und was für ein Symbol die haben. Aber dazu dann gleich nochmal etwas, wenn wir dann da sind. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Bis dahin habe ich meinen Bachelor wahrscheinlich schon längst gemacht. Während dem Let's Play natürlich, klar. Frage 3. Peter hat 3 Äpfel, berechnet den Sonnenumfang der am zweitweit entferntesten Sonne in der Milchstraße oder so. Trollf. Fantastilliardenmeter. Ganz klar. Ja, war total lustig, ich weiß. Was man nicht alles labert, wenn man da so einen kleinen Weg zurücklegen muss. So, dann sind wir auch da. Also, sobald sie rangerudert haben, sind. Zur Sicherheit speichern. So, wir brauchen... Hier haben wir ja schon irgendwas gemacht oder so, ich weiß es nicht. Wir brauchen am besten... Wäre es, wenn wir die aufteilen, sodass ich nicht alles verschwende. Weil man kann bestimmt nicht nur 1 davon reinlegen, sondern macht dann gleich alles auf einmal. Das wäre nicht so schön. So. Speichern. Wir haben hier Wellen. Das wären natürlich die Einbeeren. Oh. Okay. Wir haben hier Wellen. Das wären natürlich die Einbeeren. Und sie ist weg und wir kriegen natürlich Schaden. Dann haben wir hier eine Spirale. Das ist der Krötenschemel. Dann haben wir hier ein Dreieck. Das ist das Würselkraut. Jetzt haben wir aber keinen Schaden bekommen. Ach, verdammt. Ach, nö. Ach, was machst du denn? Dreh das zurück. Dreh das zurück. Sag mal. Warte, da. Gut. Können wir das noch einmal im Kreis drehen? So, ja, ich will hier. Das. Was war das? Würselkraut, gell? Ja. Würselkraut. Und dann hier... Das Feuermoos.
Funktioniert das? Hier haben wir Kreis, Kreis. Hier haben wir aber nicht Dreieck, Dreieck. Wir haben Welle, Welle. Kreis, Kreis. Kreis, Kreis. Keine Ahnung, wie das funktioniert. La, la, la. So was Ähnliches hatten wir in Drakensang 1 ja, glaube ich, auch schon. Da war es einfach so, einfach mit irgendeinem so lange drehen, bis er stimmt und dann bei den anderen weitermachen, glaube ich. Wobei das hier wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Wir könnten das hier so lang... Ach, das dreht sich dann... Können wir es noch einmal drehen? Falsche Richtung. Ich würde gerne das Dreieck nach da oben. Noch einmal weiter. Och, Mann! Die falsche Richtung. Dann hier dreht jeder Stein das immer so, immer abwechselnd. So, Dreieck, Dreieck. Das stimmt aber wieder nicht. Wenn ich es nochmal drehen muss für die anderen. Das heißt, machen wir mal hier. Dreieck, Dreieck. Und hier. Muss halt irgendwie stimmen. Jetzt haben wir da aber zweimal Wellen. Das stimmt. Aber das stimmt nicht. Wenn ich jetzt drehe, dann stimmt es auch alles nicht. Ach Mann. Die Elementschalen leuchten ja ganz wunderbar. Dreieck, Dreieck, komische Kreise, Spirale, Wellen. Ich glaube, das kann ich so oft drehen, wie ich will. Das wird niemals stimmen. Machen wir hier einmal. Hier, Welle, Welle, Kreis, Kreis, Dreieck, Dreieck. Es passiert nichts. Geil. Gut. Dann, kann ich dir sagen, dass ich das Rätsel vielleicht gelöst habe? Nein. Also nochmal von vorne. Wir haben hier Kreis. Oder mehrere Kreise. Es müsste das Feuermoos sein. Ja, super. Dann teile ich die alle nochmal auf. Ob wir jetzt ein oder zwei da reinschmeißen, ist mir ja völlig egal. Es müssen halt nicht unbedingt 13 oder 99 sein. So, also hier Feuermoos. Kriegen wir Schaden? Hast du das bemerkt? Dieses Kraut in die Schale dort gelegt wurde, ist eines der Lichter aus der Mitte verschwunden. Ich verstehe nicht viel von Magie, aber vielleicht hat das ja eine Bedeutung. Das heißt, dass das anscheinend richtig ist. Ich frage mich nur, warum... Ist blöd, dass die anderen Kräuter jetzt halt schon weg sind. Dann haben wir jetzt hier Wellen. Das ist die Einbeere. Verschwindet da wieder ein Kreis, ein blaues vielleicht? Wobei die beiden leuchten auch rot. Von dem her, keine Ahnung. Grün. Spirale. Ist Krötenschemel. Jetzt leuchtet das nur noch grün. Und nochmal hier Dreieck wäre dann das Würselkraut. Die Kälte in meinen Gliedern. Sie ist verschwunden. Du hast es geschafft. Ich bin frei. Vielleicht hast du ja auch einfach nur eine Erkältung, weil du immer die ganze Zeit im Wasser geschwommen bist früher und dich nicht hier so scheit abgetrocknet hast mit deinen langen Haaren. Ich bin so glücklich. Endlich kann ich zurück in die Wasser meiner Heimat. Nach Hause, zu meinem Volk. Danke. Ja, gern geschehen. Ich habe nichts Kostbares, was ich dir dafür geben könnte. Aber vielleicht kann ich dir ein Geschenk machen, das du viel wertvoller finden wirst. Öffne mir deinen Geist. Okay. Das höre ich sonst nur abends, wenn ich irgendwie in den Club gehe oder so. Ein unwirkliches Gefühl durchflutet dein Bewusstsein, während Aililayal dich am Wissen ihres Volkes teilhaben lässt. Du erlangst Einblicke, wie sie nur wenigen anderen Aventuriern vergönnt sind. Gut, das ist überwältigend. Ich danke euch und viel Glück auf eurem Weg nach Hause. Das fühlt sich seltsam an und ich habe auf einmal riesen Appetit auf rohen Fisch.
Nee, das sage ich nicht. Danke. Haben wir dadurch jetzt einfach nur nochmal Erfahrungspunkte? Den Zwölfen sei Dank. Dieses arme Geschöpf ist endlich frei. Ich fürchtete schon, dieses Rätsel ließe sich überhaupt nicht lösen. Ja, das dachte ich auch. Magie hin oder her. Mit einer guten Beobachtungsgabe und etwas gesundem Menschenverstand kommt man immer weiter. Das soll natürlich nicht respektlos klingen. Man sollte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Dieb. Wer an magischen Objekten rumspielt, sollte besser vorher wissen, was er tut. Wenn einen ein Feuerball trifft, ist dafür keine Zeit mehr. Vielleicht schafft es ein guter Magier noch schnell ein Schutzschild aufzubauen. Wobei, wenn der Feuerball einen trifft, dann ist es wahrscheinlich wirklich zu spät. Haben wir jetzt noch irgendwas bekommen dadurch? Also, ich meine jetzt hier Charakter-Sheet-mäßig, wahrscheinlich nicht. Egal, geil. Oder vielleicht im Inventar was? Eine Belohnung? Nö, gut. Wobei, schade, egal. Wir gehen zurück. Latschen wieder eine halbe Stunde und in der nächsten Folge können wir dann ja vielleicht den Hornochsen zurückbringen. Was wieder ein paar Stunden dauern wird. Und bitte, lauft einmal schnurstracks durch den Wald zurück. Das fände ich ganz formidabel. Haben wir dieses Rätsel ja endlich auch geschafft. Wenn man da einfach rumprobiert hätte oder so. Boah, das wäre ja noch sehr lustig geworden. Lustig, sofern man es lustig findet. Eine 10-Stunden-Folge sich anzuschauen. Ein 10-Stunden-Remix von der Neckarinsel-Quest. Geil. Wir müssen jetzt aber erst nochmal zum Schiff zurückkehren. Und etwas machen. Dazu begeben wir uns am besten zum Laurelin-Schnellreisepunkt, oder? Der müsste ja da vorne sein irgendwo. Und zwar muss Ardo nochmal das Schiff schrubben. Vorgrim hat seinen Besen ja irgendwie verlegt. Den muss er natürlich mit uns suchen gehen. Und ich frage mich echt, wie man darauf kommen soll, wenn man den nicht sowieso im Team hat. Ich weiß nicht, hatten die das irgendwie angesprochen? Vielleicht habe ich es einfach nur vergessen. Jakon sagt, ey, der Hornox ist fast so blöd wie der Vorgrim. Oder so. Was man dann als Tipp darauf nehmen könnte, dass man den braucht. Was gibt es denn? Ich weiß es nicht. Komm mal mit, Herzwerk. Was ist? Ich hoffe, dass wir das überhaupt noch machen können. Nicht, dass es irgendwie verbuggt ist. Und kommst du mit, Herzwerk? Vielen Dank. Und man das jetzt gar nicht mehr lösen kann, das wäre nicht so schön. Aber versuchen wir es einfach mal. Bei Volkrim muss irgendwas sagen, damit das getriggert wird. Was ist? Ist vertrackt das Ganze. Die Schmuggler. Aber über was bin ich krank? Ich meine das mit dem Hornochsen. Gut. War sonst noch was? Ich meine das mit dem Hornochsen. Al-Anfa, das hatten wir doch bei dem Ritual da gehört. Ja, bitte? Nichts. Ich aus der Stadt des Roten. Willkommen im sanften Ochsen. Was kann ich für euch tun? Bogumil ist also ein Ochse. Sehr lustig. Leider bewegt er sich keinen Finger breit vom Fleck. Ja, es ist ein Ochse vom alten Hajo. Es ist nicht das erste Mal, dass er dort wie angewurzelt steht. Warum? Ich glaube, unser Bogumil wird von dem Tavernenschild magisch angezogen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht ist es der Helm, der an das Schild genagelt ist. Die Hörner sehen denen eines Ochsen sehr ähnlich. Es hat mich auch viel Zeit gekostet, einen passenden Helm zu finden. Deswegen heißt die Taverne wahrscheinlich auch so. Würdet ihr mir den mal ausleihen? Vielleicht kann ich den Ochsen damit weglocken. Und ich suche die ganzen Händler ab auf der Suche nach diesem elenden Helm. Tut mir leid, aber hier werden keine Geschenke verteilt. Keine Freirunden, kein Anschreiben und auch keine Ausleihe.
Ihr müsstet schon einen angemessenen Betrag auf den Tisch legen. Kann ich nicht einfach dafür saufen? Feilschen. Oh, ich hab den dem Ring gar nicht gegeben. Der Helm sieht ziemlich verbeult und abgenutzt aus. In meinen Augen ist er nicht viel wert. Was verlangt ihr? Überreden. Guter Mann. Für einen sanften Ochsen wirkt dieser Helm doch reichlich martialisch. Habt ihr schon einmal daran gedacht, ein passenderes Dekorationsstück zu finden? Ihr werdet es nicht glauben, aber das sagt meine Frau auch immer. Also gut, nehmt den Helm mit. Dann liegt mir meine Frau damit nicht mehr in den Ohren. Aber sehr gerne doch. Was für ein Irrer bist du, dass du der Bohrungsbummel bist? Ich bin immer Stierhornhelm. Ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Bogumi wirft dir einen Blick zu, als wollte er fragen, wo der Helm geblieben ist. Ja, der sitzt auf Vorgrim drauf. Hat er zufällig irgendeinen Bonus? Der Helm prangt an der Taverne zum sanften Ochsen. Durch Wind und Wetter ist er kaum mehr zu gebrauchen. Metallrüstung blockiert Zaubern. Darf ich vorstellen, der erste Zwergochse an Kuano, wenn du nicht auf der Stelle die Klappe hältst, wirst du sie nie wieder aufmachen. Verlass dich drauf. Bogumil scheint interessiert in Vorgrims Richtung, er bewegt sich aber nicht von der Stelle. Da fehlt noch was. Pah, das nehme ich jetzt schon fast persönlich. Wir werden dieses Rindvieh ja wohl zum Laufen bringen. Wie willst du das anstellen? Mein Onkel Gnaugrim, der war Bergziegenhirte. Der hatte Manieren wie ein Ziegenbock und roch auch wie ein ganzer Ziegenstall. Wenn der mit mindestens 5 Fellen intus und freiem Oberkörper vor den Biestern her ist, dann sind sie ihm alle gefolgt. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber wie soll uns das jetzt weiterhelfen? Naja, ich habe da so eine Idee. Ich werde zum Leitrind. Diesen Helm habe ich ja schon. Oh Gott. Für ein paar Helle mache ich mir den Spaß. Außerdem kennt mich ja hier keiner. Wir sind ja nur ja seit ein paar Jahren hier und kommen jede Woche einmal hier rum und quatschen mit den Leuten und sind der Held der Stadt, aber egal. Ja, klar. Kannst du gerne machen, wenn du willst. Also riskieren wir es, dann mal los. Also, ich beteilige mich an den Hellen. Ja, die wird er wahrscheinlich selbst zahlen. Das ist doch mal ein Wortschleicher. Na dann, auf zum Wirt der sanften Ochsen. Ich weiß jetzt nicht, hätte ich das auch machen können, wenn ich Jakon zum Beispiel den Helm aufsetze? Der Ochse wirkt leicht verwirrt und starrt auf den Helm, macht er doch keine Anstalten, sich zu bewegen. Wahrscheinlich nicht, also es muss Vorgrim sein. Darauf muss es halt erstmal kommen, wenn man Vorgrim nicht im Team hat. Schwierig. Erzähl mir nichts, du bist ein Spion aus Al-Anfa. Du schaust so fit. Willkommen im sanften Ochsen. Was kann ich für euch tun? Ich brauche 5 Felle, Pferde. Warte, Moment. Haben die. Ach, die kann man ja auch noch lesen. Und ach ja, stimmt. Da können wir ja auch später noch was machen. Erst einmal hier. So. Vorgrim. Hm? Bestell dir dein Bier mal bitte selbst. Willkommen im. Sehr wohl. Das macht dann 10 Heller. Hier, 10 Heller wird mir dieser Spaß wert sein. Und hier kommt das erste Bier. Frisch und lecker direkt aus dem Fass. Ach. Ja, das tut gut. Ich hatte schon eine ganz trockene Kehle. Noch eins und ich komme langsam in Fahrt. Oh je, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hier, das nächste Bier. Lass krachen. Oh, wäre doch gelacht, wenn ich den Ochsen nicht zum Laufen bekäme. Mehr Helle? Noch 3. Hier, das nächste Bier. Warte mal. Ich probiere. Ob ich schon Ochsisch kann. Nee. Hier, nein. Das nächste Bier. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ich kann den Ochsen in mir spüren. Das war gut. Ja, es wird nur langsam. So, das letzte Bier. Hau runter. Jetzt bin ich mutig genug. Mutig. Weg mit dem
Hemd und zum Ochsen. Was für ein Irrer ist dieser Vorgrim eigentlich? Bogumil scheint einen Freund in Vorgrim gefunden zu haben. Er sieht fast so aus, als wolle er ihm folgen und etwas mehr mit der Nacht anstellen. Komm schon, Bogumil. Folg dem Leitrind. Alter, ist das blöd. Ja, aber es sieht doch verblüffend ähnlich. Könnte man fast verwechseln. Beste Freunde sind nie zu... Bogumil! Na endlich! Was für ein Spaß. Und 5 Fälle gratis. Das hat sich gelohnt. Ja, hat sich wirklich gelohnt, vor allem für uns. Ja, das war ein Spaß und solche Geschichten bleiben an einem ewig kleben. Die wird man nie wieder los. Schade, dass es noch kein Facebook zu der Zeit gab. Nein. Ja, vielleicht hätte ich mich dann besser doch nicht zum Ochsen machen sollen. Doch, es war die richtige Idee. Für Vorgrims Tat wäre eigentlich auch eine Belohnung angebracht. Ihr hättet mir gleich sagen sollen, dass Bogumil einer eurer Ochsen ist. Wie wär's, wenn ich euch diesen Ochsenhelm vom ansässigen Schmied reparieren lasse? Ihr könnt ihn dann dort abholen. Ich fürchte, ansonsten habe ich kaum etwas Nützliches für euch. Ach ja, das ist eine gute Idee. Feilschen, seid ihr sicher? Ein Händler wie ihr hat auch sicherlich noch etwas Interessantes im Angebot. In Ordnung, so einen extravaganten Helm kann nicht jeder seinen eigenen. Bitte, glaubt mir doch. Ich kann wirklich keine meiner Waren entbehren. Aber wenn es denn sein muss, nehmt noch zusätzlich etwas Kleingeld. Das war aber schon eher ein winzig Geld, möchte ich meinen. Aber trotzdem, vielen Dank, lebt wohl. Stierhornhelm abgegeben. Vorgrim ist er wieder nüchtern. Der ist wieder wohlauf. Und die Hornochsen... Auf dem Gespann des Ochsen kannst du eine Gravur Bogumil ausmachen. Diese spezielle Zucht des Puniner Hornochsen, die im Kosch weit verbreitet ist, wird zum Dreideln der schweren Lastkähne entlang des großen Flusses eingesetzt. Diese Tiere sind durch nichts aus der Ruhe zu bringen, außer vielleicht durch einen besoffenen Zwerg. Ach, ich mag den Bogumil. Den hätte ich gerne in der Gruppe. So. Wir rennen jetzt mit dem nackten Vorgrim noch ein bisschen durch die Stadt. Und ziehen den dann im Schiff erstmal wieder was an. Kann ja wieder das Deck schrubben. Ardo muss ja wieder auf Heldentaten gehen. Und dann schauen wir... Ach komm, das machen wir in der Folge noch. Dann schauen wir noch ganz schnell beim Schmied vorbei. Und in der nächsten können wir uns dann endlich der Hauptqueste mal wieder widmen. Weil die Wasserpumpe, ja, keine Ahnung, was mit der ist. Die braucht ja wohl noch ein bisschen. Ach, wir wollten dann noch mit der Dings reden. Mit der Eilif, oder? Nee, das haben wir schon. Haben wir die für ein paar Dukaten mehr Quests? Ach, die haben wir schon abgeschlossen. Ja gut, ich dachte gerade, das hätte ich vergessen. So, du kriegst dann jetzt erstmal hier deine Ausrüstung. Den Rest brauchst du ja eigentlich nicht. Eine Hose? Ja, nee, komm, kannst du mal den Nacktputzer machen. Was ist? Verstehe. Viel Spaß, Ardo. Was gibt es denn? Nichts. Ich würde gerne hier die Reihenfolge auch noch behalten. Ja, bitte? Ach so. Oder wieder richtig machen. Das heißt, wir nehmen Ardo mit. Was gibt? Wir nehmen Kuano mit. Unseren Schleicher. Und Jakon. Die Frage ist, sollte ich, bevor wir ins Schloss gehen oder zumindest in den Wald gehen, noch vorher irgendwie was leveln oder irgendwas Neues an Ausrüstung besorgen oder so? Ich hoffe mal nicht. Wir sind ja, glaube ich, noch recht gut ausgerüstet. Vielleicht kann man ja diesen Hornhelm irgendwie für was gebrauchen. Ist er denn überhaupt schon fertig? Das wissen wir ja noch gar nicht. Bitte sehr. Hier müsste ein Helm für mich sein. Für euch ist der Helm. Ich hatte mich schon gefragt, für wen er wohl bestimmt ist. Ja, der Helm, der ist für mich. Ja, natürlich. Der alte Hajo hat gesagt, dass ihr ihm einen Gefallen getan habt. Das klingt etwas komisch, aber ja. Deshalb mache ich euch einen Freundschaftspreis. 1000 Dukaten. Du wirst mich wohl verarschen. Freundschaftspreis? Döner zum Freundschaftspreis. Hajo sagte, dass er noch etwas bei euch gut habe und die Reparatur umsonst sei. Der soll bezahlen. Hajo behauptet auch, seine Ochsen könnten sprechen. Bogumil konnte sprechen.
Aber 1000 Dukaten für einen alten Helm? Seid ihr noch bei Trost? Ich glaube, ihr versteht nicht recht, von was für einer Qualität ich hier spreche. Nach der Reparatur und Verstärkung meinerseits ging der Helm durch die Hände der begabtesten Handwerker und Magier dieser Stadt, um etwas ganz Besonderes zu schaffen. Ich glaube nicht. Ihr habt den Helm vor 5 Minuten bekommen. Die Alchemistin Auralia, der Schneider Marcusi und sogar Magister Terjon Bruckbart, alle haben ihr Bestes gegeben. Das hat seinen Preis. Es ist ein wahres Meisterwerk geworden. Da verarscht mich doch gerade. Das könnte ich selbst auch machen. Falschen. Es mag ein Meisterwerk sein, aber ein Preis von 1000 Dukaten ist wohl kaum als Freundschaftspreis zu bezeichnen. Da könnte ich mir für den Preis auch gleich ein Boot kaufen. Ich sollte ein Boot kaufen. Also gut. 999 Dukaten, weil ihr es seid. So viel dazu, ich hol mir nochmal irgendwas an Ausrüstung. Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen. Bei Ingerim, nein! Ich würde mein Geschäft ruinieren, wenn ich meine Kunden betrüge. Glaubt mir, dieser Helm ist wahrlich ein Einzelstück ganz besonderer Art. Kann ich den Helm vielleicht wenigstens vorher mal sehen? Und Kuano, pass gut auf, ihr könnt noch was lernen wegen Feilschen, dann kriegst du es vielleicht noch über 9000. Tut mir leid, das ist mir zu teuer. Nun gut, wollt ihr sonst noch was? Ja, den Helm. Habt ihr noch den Helm? Selbstredend. Schließlich ist er extra für euch angefertigt. Und niemand kann ihn bezahlen. Nun gut. Kann ich vielleicht wenig... Ich glaub dem kein Wort. Ich glaub dem kein Wort. Wir brauchen 1000 Dukaten. Wird bisschen schwierig. Wir könnten verbesserte Langschwerter verkaufen oder so mit koscher Stahl. Oder vollendete Langschwerter. Zwergenstahl, Stein... Oh Gott, nee, dann einfach nur die verbesserten Langschwerter, glaube ich. Ist mehr... Alter, 1000 Dukaten. Bist doch verrückt. Da würde ich... ja fast sagen, wir schauen vielleicht nach der Hauptstory nochmal vorbei. Vielleicht haben wir bis dahin ja 1000 Dukaten noch irgendwie zusammenbekommen. Könnten wir bei den... bei den Händlern Auralia und Marcusi mal nachfragen, ob die den Helm wirklich bekommen haben? Das würde mich ja mal interessieren. Der Kalendor nicht. Hier. Was? Viel zu tun. Natürlich können wir das nicht. Wir können nur ganz tolle Sachen kaufen, die wir nicht gebrauchen können. Was kann Auralia die... Nö, kann man leider nicht nachfragen. Schade. Na gut. Dann gehen wir nochmal zurück zu Talaria. Und ich beende die Folge. In der nächsten begeben wir uns endlich mit Bettlerkrise in den Wald. Und sehen dort nach dem Rechten. Und vor allem sehen wir, was in dem Schloss dann vor sich geht. Und ich denke, so langsam neigt dieses Spiel auch wirklich dem Ende zu. Oder zumindest das Let's Play-Projekt. Schauen wir mal. Vielleicht muss ich dann ja offscreen irgendwie das Geld zusammenfarmen. Muss ich wahrscheinlich sowieso, aber halt wirklich ein paar Stunden irgendwie noch ein bisschen spielen. Das werden wir dann alles nicht im Let's Play machen. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge gehen wir erstmal mit unserem Freund hier zu der Stelle, wo die ganzen Halunken hingeführt werden. Und können vielleicht selbst ein paar Leute überführen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Spart schön für den Hornochsenhelm und esst was Schönes. Bis dann.